Artikel 1. Das Deutsche Reich ist eine Republik. Die Staatsgewalt geht vom Volke aus. Artikel 142. Die Kunst, die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei. Der Staat gewährt ihnen Schutz und nimmt an ihrer Pflege teil. Jeder Deutsche hat das Recht, innerhalb der Schranken der allgemeinen Gesetze seiner Meinung durch Wort, Schrift, Druck oder in sonstiger Weise frei zu äußern. Artikel 135. Alle Bewohner des Reichs genießen volle Glaubens- und Gewissensfreiheit. Die ungestörte Religionsausübung wird durch die Verfassung gewährleistet und steht unter staatlichem Schutz. Artikel 125. Wahlfreiheit und Wahlgeheimnis sind gewährleistet. Artikel 109. Alle Deutschen sind vor dem Gesetz gleich. Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. Artikel 123. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmerkung oder besondere Erlaubnis friedlich und unbewaffnet zu versammeln. Menschenwürdigen Daseins für alle entsprechen.